بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لببودان شفستا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute inshallah machen wir weiter mit diesem Thema, was wir angefangen haben. Das Thema heißt: Was wissen wir über das Jenseits? Das ist ein wichtiges Thema, weil das auch mit Al-Iman zu tun hat. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسأل فرقة بكمن هات ما الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Und sind wir geblieben, also عذاب القبر وفتنة القبر. Haben wir das letztes Mal darüber geredet? Und eigentlich, das braucht so viel Zeit. Deshalb erwähnen wir nur, was wichtig ist und was wird in Yawm al-Qiyamah passieren. Weil das Thema eigentlich, das ist ein großes Thema und ein langes Thema. Deshalb, lieber Bruder und Schwester, das ist wie gesagt nur ein paar Punkte, was uns also hilft, damit wir für diesen Tag richtig vorbereiten. Heute inshallah machen wir weiter, weil wie gesagt, letztes Mal haben wir über Grab geredet und wir werden auch von unserer Gräber aufstehen. Aber die Frage: Wie werden wir von unserer Gräber aufstehen? رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: Wie du stirbst, wirst du auch von deinem Grab auch aufstehen. من مات على شيء بعث عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aber bevor wir von unserer Gräber aufstehen, Allah عز وجل schickt Regen. Und von diesem Regen werden wir wieder aufstehen. Weil, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. حديث رواه البخاري. Das heißt, Allah Azzawajal schickt das Regen. Und von diesem Regen werden wir wieder aufstehen, weil unser Körper werden also Staub werden, außer diese Steißbein. Von diesem Steißbein werden wir wieder wie Pflanzen, also Pflanzen. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und dann die Organe werden wieder gebaut. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل. الطل ist wie diese Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit, was morgen früh gibt, genauso wird das kommen. فتنبت منه أجساد الناس. Das heißt, und von diesem, diesem Wasser werden wir wieder aufstehen. ثم ينفخ فيه أخرى. Und dann werden wir diese Nafcha nochmal bekommen. فإذا هم قيام ينظرون كما
جاء في رواية مسلم. وهذا jeder Mensch und jedes Tier wird das bekommen und wird das auch erleben, kama جاء في الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يقومون oder كيف نقومون, wie werden wir von unserer Gräber aufstehen. Es gibt manche Leute, also die werden mit As-Sa'ada, mit Zufriedenheit aufstehen. Und es gibt manche Leute, die werden also richtig traurig von ihrer Gräber aufstehen, weil die viele Sachen in ihrer Gräber erlebt haben. Und erster Mensch, der von seinem Grab aufsteht, ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الذي قال أنا أول من ينشق عنه الأرض. Ich bin der erste Mensch, der von seinem Grab aufsteht. Wer noch? ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى يحشروا بين الحرمين. سبحان الله. Das heißt, der erste Mensch, der von seinem Grab aufsteht, ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andere Hadith sagte auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er und dann die gesandten Propheten. Und gleich den gesandten Propheten kommt Abu Bakr radiallahu anhu von seinem Grab. Und kommt nach Abu Bakr Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und dann kommen die Sahaba, die in Baqi' sind. Und dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der wird auf die Leute, die in Mekka sind, warten. وهذا حديث صحيح في صحيح ابن حبان رحمه الله. Das heißt, أن الرسول صلى الله عليه وسلم der erste Mensch, der von seinem Grab aufsteht. قال الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. In سورة قاف. Das heißt, in diesem Tag die Gräber, die werden also gespaltet. Ja? Und jeder wird von seinem Grab aufstehen. Ich frage immer mich allererste, wie werden wir von unserer Gräber aufstehen? Es gibt drei Arten von Menschen. Wie werden die von ihrer Gräber erstens aufstehen? Und dann, wie werden die auch auf diese Erde auch stehen? As-Sinful al-Awwal, erste Art von Menschen. Wohum, yani Sinfan, Zalimun wa Kafir. Also es gibt manche Menschen, die Kuffar sind und die Zalimin, Unrichter sind. Yani Al-Kafir, la natakallamu anhu. Al-Kafir, wir wissen genau, was seine Strafe ist. فالكفر يقومون من قبورهم ووجوههم زرقاء. Die Kuffar, die werden von ihrer Gräber aufstehen und ihre Gesichter sind blau. يعلوها الذلة, also richtig mit احتقار, mit ذل, يعني قد بلغ بهم القلق, die werden richtig also traurig sein. Und Absaruhum Shachisatun. Absaruhum Shachis heißt, dass die einfach nur so gucken. Warum? Weil die wissen genau, was auf die wartet. Und sogar, die haben Durst, die haben Hunger. Und Al-Ju'u alladhi ya'lamu Allah Azza wa Jal. Warum? Weil die lange, lange Zeit in ihrer Gräber geblieben sind. Lakinna Allah Azza wa Jal. Yani, er belohnt Al-Mu'minin. Wir werden das Wasser bekommen. Aber Al-Kuffar, wir werden nichts bekommen. Allah Azza wa Jalla يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. Das heißt, an diesem Tag, wir werden also richtig was Schlimmes erleben. Und wir haben auch gesagt, dass dieser Tag für die Muslime wird, genau wie Zeit zwischen Al-Dhuhr und Al-Asr. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sogar, es gibt ein Hadith
für die Muslime wird diese Abrechnung wie eine Stunde dauern, aber für die Kuffar wird ungefähr 50, also 1000 Jahre dauern. Kama qala Allah Azza wa Jal. Wa hada, yani kama qala Allah Azza wa Jal, hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-Mursalun. Das heißt, in diesem Tag werden wir alles live sehen. Und wir werden auch alles, was wir schon im Koran gelesen haben und alles, was wir auch von Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gelernt haben, werden wir das live sehen. لأنه يوم عسير. Das ist ein richtiger, ein langer Tag. Und an diesem Tag werden wir, wie gesagt, alles live sehen. بل أكثر من ذلك إذا قاموا وجدوا أنفسهم لا يستطيعون المشي. Sogar diese Arten von Menschen, die können auch nicht auf ihre Füße laufen. Die werden auf ihre Gesichter laufen. Und wie kann man das subhanallah vorstellen, dass jemand auf sein Gesicht läuft? Das kann man nicht forschen, obwohl die Beine haben, obwohl die Füße haben. Aber an diesem Tag, das ist eine richtige Beleidigung von Allah Azza wa Jal, dass die einfach nur auf ihre Gesichter laufen. Kama qala Allah Azza wa Jal, wa nahshuruhum yawma al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Das heißt, da kann man das nicht, einfach nicht vorstellen, dass jemand auf sein Gesicht läuft und er kann nicht hören, er kann nicht sehen und er kann nicht sprechen. Alles dunkel und trotzdem er muss laufen. Subhan al-Khaliq. Amma al-Zalim, hada lil-Kafir, amma al-Zalim al-Muwahid. Al-Zalim al-Muwahid heißt, der Muslim war, kana muwahidan, lakinnahu kana zaliman. Obwohl er Muslim war, er hat die großen Sünden gemacht. الذي كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني لا ينتكس على وجهه بل قيل يحشر مثلهم كما كان يعني الكفار يفعلون يعني es gibt auch manche Gelehrten, die haben gesagt, dass diese Arten von Leute, obwohl die Muslime sind, die werden auch gleich auch auf ihre Gesichter auch laufen, genau wie die Kuffar. Warum? Weil die Kuffar von denen war als Vorbild zum Beispiel. Und da haben sie auch also blind gefolgt. وَهَذَا لَا يَصِحُ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي يَتَّبِعُ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مدمن الخمر إذا مات لقي الله كما يعني كعابد وثن. سبحان الله. أين ذا Alkoholiker war in Dunya. Er wird in Yawm al-Qiyama von seinem Grab aufstehen, genau wie jemand Götzen angebetet hat. Ka'abidul Watan. Schau mal, wie schlimm ist, wenn jemand andauernd Alkohol getrunken hat. Und es gibt auch ein Hadith. Qala fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Thalathatun la yanduru Allahu ilayhim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim. Vier Sachen. Einer von denen ist mudminu khamrin. Das heißt, vier Sachen wird einer der Alkoholiker war, obwohl er Muslim war. Yani la yukallimuhu Allah. Allah will nicht mit ihm so reden wa la yuzakkihi. Und er will ihm auch nicht loben. لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه möchte auch nicht ihm sehen ولهم عذاب أليم die werden auch eine gewaltige Strafe auch in يوم القيامة auch bekommen. Einer von denen ist مدمن خمر einer der Alkoholiker war. وهذا الحديث das heißt مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن حديث رواه أحمد. Das heißt, einer, der mit Alkohol gestorben ist und andauernd Alkohol getrunken hat, er wird in Yawm al-Qiyama, er wird mit Allah so genau wie er, warum will, wie einer, der Götzen angebetet hat. Yani kal mushrik alladhi ya'budu al-asnam. Yani hada khatarun kabir. Walakin man sajada lillahi sajadan qad la yatankasu wa qad yantakisu. Yani takrim Allah Azza wa Jal. Einer, der Sajda gemacht hat und gebetet hat, Alhamdulillah, der wird das nicht
bekommen. Sei es einer, der in Dunya gebetet hat, er wird von diesen Sachen befreit. Und dann gibt es auch As-Sinfu al-Thani, As-Sinfu al-Thani, wahum Ahlul Yamin, yamshuna ala arjulihim. Die Leute, die Muslime waren, die waren in Ordnung, die werden mit ihren Füßen laufen. Schau mal, wie groß Unterschied ist einer, der auf sein Gesicht läuft und einer mit seinen Füßen läuft. Alhamdulillah, diese Leute sind Muslime und die waren in Dunya richtig in Ordnung. والصنف الثالث الصنف الثالث sind noch besser. الذين يركبون ويمشون يعني على نوق يوم القيامة. يعني هذا شرف لهم. Das heißt, einer wird von seinem Grab aufstehen und direkt auf sein Gesicht laufen. Die zweite Art wird von seinem Grab aufstehen und direkt mit seinen Füßen laufen. Und andere, die Kamelen von Jannah, die werden auf ihn warten und er wird reitet. Yani hada karamun lahu. Yani das ist eine Ehre, jemand, der so geht. كما قال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله عز وجل wählt auch die Leute aus, weil die auch in Dunya richtig gut waren. Die werden nicht laufen, sondern die werden reiten. وهذا شرف ما بعده شرف. ففي الدنيا نجد الفئة المميزة. Das ist genau wie auch in Dunya zum Beispiel. Es gibt Leute, die, ich kann nicht sagen, Business-Leute, das kannst du merken, auch nur im Flughafen. Es gibt auch erste Klasse, zweite Klasse. Es gibt Leute, die nicht auf die Schlange warten, die kommen sofort rein. Das merken wir auch in Dunya. Das wird auch genau in Yawm al-Qiyam auch sein. Subhanallah. Manche, die werden direkt von ihrer Gräbe aufstehen und direkt ins Paradies. Al-Ladina la yuhasabun. Von denen sind 70.000 Leute sogar. وهذا كرم كذلك لهذه الأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 70.000 Leute, die werden ins Paradies ohne Abrechnung. Und mit diese 70.000 الرسول صلى الله عليه وسلم hat wieder nochmal Allah عز وجل gebetet und hat ihm nochmal was gegeben. Das heißt, ungefähr sind 4 Milliarden Muslime werden ohne Abrechnung ins Paradies reinkommen. Fallahumma ja'alna minhum. Qala sallallahu alayhi wa sallam yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati ala thalathati asnaf. In yawm al-qiyama es gibt drei Arten von Menschen. Sinfun mushat, manche Leute, die werden laufen. Wasinfun rukban, und manche Leute, die werden reiten. وَصِنْفٌ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَمْشُونَ. Manche Leute, die werden auf ihre Gesichter laufen. فَقَالُوا, die Sahaba, die haben gesagt, يَا رَسُولَ اللَّهِ, wie werden die auf ihre Gesichter laufen? قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Das heißt, also meine Stimme, dass Allah Azza wa Jalla hat diese Fähigkeit, dass die mit ihren Füßen gegangen sind. Und der kann auch das machen, wenn er will, dass die auch auf ihre Gesichter auch laufen. Hakada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma innahum yattaquna biwujuhihim kulla hadbin wa shawkin. Das heißt, die laufen auf ihre Gesichter, wie gesagt, und die dürfen nicht sehen und nicht hören und nicht reden. Subhanallah. Das kann man nicht vorstellen in Yawm al-Qiyamah. Deshalb habe ich euch gesagt, in Yawm al-Qiyamah gibt es manche Sachen, die wir noch nie gesehen haben. Thumma ya'ti, wie nächster Punkt ist, ila ayna yadhhabun. Wie oder wohin gehen wir, wenn wir dort sind? يقومون من قبورهم متعبين. يعني ومتبعين صوت الداعي. Solange wir von unserer Gräbe aufstehen,
Wie gesagt, manchen, die werden laufen, manchen, die werden reiten, manchen, die werden auf ihre Gesichter laufen. Dann, wir werden eine Stimme folgen. Yani, indama, einer wird uns rufen und werden, jeder von uns wird diese Richtung laufen. Nicht nur Menschen, sondern al-Jinn wal-Ins wal-Hayawan. Die Tiere auch, die Djinn auch und Menschen auch. Fi Ardi al-Mahshar wa hi Ardu al-Sham. Diese Erde ist in Ardu al-Sham. Fi Sham. Lehada qala Rasulullah sallam, an Ardu al-Shami Ardu al-Mubaraka. Ardu al-Shami Ardu al-Mubaraka. Al-Sham ist Palästin, ist Syrien, Libanon und Jordanien. Hadi tusamma kulluha Ardu al-Sham. Und in Yom al-Qiyamah werden wir auch dort kommen. Aber dort wird kein Baum sein, oder kein Bäume, kein Steine, gar nichts. Ardun bayda wird eine weiße Erde sein. Warum eine weiße Erde sein? Keiner hat dort gesündet. Keiner hat dort gesündet. Hatta ya'ti liqa. Kama qala Allah azza wa jalla. Yawma idhin tub'atuna. Yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu. Yani yattabi'una ad-da'i. Einer, der uns ruft. Weil wird dort uns jemand rufen? Manche Gelehrten haben gesagt, dass das ein Engel ist, er wird uns rufen und werden wir ihn also in folgen, in Ardul Mahshar. Und auch in Ardul Mahshar, es wird auch gerufen, je nachdem, was du oder welche Sünde gemacht hast. Der wird auch sagen, und jeder wird erstens mit Name seine Vater rufen oder gerufen. Ja, Ahmed ibn Muhammad zum Beispiel. Ja, Sa'id ibn Rajab und so weiter und so fort. Dein Name und Name von deinem Vater. Jeder wird, wie gesagt, mit seinem Namen also gerufen. Und schau mal, wie viele Milliarden von Menschen da sind. Aber wenn dieser Engel dich ruft, du weißt genau, dass er dich gemeint hat. Wie viel Ahmed auf dieser Erde war. Tausende, Millionen Ahmeds. Aber wenn du hörst, Ahmed ibn Ali zum Beispiel, es gibt auch tausende, Millionen Ahmed ibn Ali auf dieser Erde. Aber in diesem Moment, yaqdhifu Allah azza wa jalla, fika annahu huwa alladhi ya'nik. Das heißt, du weißt genau, dass er dich gemeint hat. Und da kommst du raus. Ya'ti hisabuka. Er kommt deine Abrechnung. Und schlimmer ist, wenn diese Rufer ruft, ja, Ahle Sunnat, die Leute, die Zina gemacht haben, kommen die hier. Ja, Ahle Riba, kommen die hier. Ja, Ahle Al-Kadhib, kommen die hier. Also jeder, der mit einer Sünde wird gerufen. Wenn du zum Beispiel ein Zani warst, er wird so rufen, ja, Ahle Sunnat. Und du weißt genau, dass du Zina gemacht hast. Und du kommst automatisch. Dort gibt es die richtige Wahrheit. Keiner wird das einfach verstecken. Na, warum? Weil dort werden die Organe von dir als Zeuge sein. Deine Hand wird gegen dich reden. Deine Zunge. Sogar im paar Ayat gibt das Yawma nakhtimu ala afwahihim. Das heißt, die Munde, die werden zu. Und dann, die Zeuge sind von dir. Die Füße, die Hände, die werden sprechen. Dort gibt es keine Lüge. Das heißt, einer, der Zina gemacht hat, er muss in diese Ecke kommen. Jemand, der auch Zinsen genommen hat, er muss hier kommen. Jemand, der ein Heuchler war, kommt hier. Und so weiter und so fort. Aber noch schlimmer ist, wenn du alle Sünden gemacht hast und du wirst gerufen, Leute, die Zina gemacht haben, du bist dabei. Leute, die Riba gemacht haben, du bist dabei. Du bist überall dabei. Da sage ich immer, es ist immer noch Zeit, dass man hier in Dunya also Taube macht und wieder ein guter anfangen.
يقول الله عز وجل: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن, das heißt, wenn der Rufer ruft, wie gesagt hier, an meinen Tisch kommst du. ولا تسمع إلا همسا. Du hörst nur so, الهمس. Du darfst nicht deine Stimme laut machen. كما قال الله عز وجل: والشام لها فضل عظيم. أرض الشام, أرض المباركة, اختارها الله عز وجل واختصها للمحشر والمنشر, يعني كما يعني ينزل فيها عيسى عليه السلام. عيسى wird auch dort شرقي دمشق. Schau mal, subhanallah, Dimashq jetzt ist fast kaputt. Aber er wird Isa alayhi salam dort runterkommen. Sogar Rasulullah sallam hat uns beschrieben, wie wird er runterkommen. Yenzilu beina malakein. Er wird also so zwischen zwei Engeln runterkommen. Wo? Osten von Stadt Dimashq, Damaskus. عند المنارة البيضاء, da ist ein Minarett, ein weißer Minarett, ist immer noch da. Subhanallah. Und diese Minarett war nicht in Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist schon da, hat das gesagt, und nach seinem Tod, ungefähr 70 Jahren oder 100 Jahren in diese Richtung, dann kam diese Minarett, haben die Muslime dort gebaut. Yani anna ardul asham ardul mubaraka. Dort wird auch Isa alayhi salam also runterkommen. وهذه هي عقيدتنا. Das ist unsere Aqida, dass Isa alayhi salam ist nicht gestorben. وعيسى عليه السلام فهو دي سيدنا رسول und ist auch ein Sahabi. Oder? Ist Rasul und Sahabi. Warum? لأن عيسى der ist nicht, noch nicht gestorben. Und Rasulullah صلى الله عليه وسلم hat ihn gesehen. Im Himmel. Ja, das hat ihm gesehen. In Himmel und auch wo? Hat ihm auch in Beitul Maqdis gesehen. Wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Vorbeter war. Und dahin, hinter ihm waren alle gesandten Propheten. Der war dort. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladhi asra bi abdihi leylan min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa. Von einer Moschee zu anderen Moschee. Damit uns Allah zeigt, wie wertvoll bei uns diese Moschee, Al-Masjid al-Aqsa. Und die Propheten und Gesandten, die haben auf ihm gewartet, auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewartet. Und nicht nur gewartet, die haben auf ihm gewartet, damit er vorbetet. Deshalb, Isa alaihi salam ist ein Sahabi und ein Prophet. Und ein Gesandter. Und er wird runterkommen, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und er wird Hajj und Umrah machen, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn einer von euch mit Isa alaihi wasallam trifft, falyulaqi minhu aw ilayhi salam. Das heißt, wenn einer von euch mit Isa alaihi wasallam trifft, dann sag ihm Assalam von رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أرض الشام, فاللهم حررها من دنس اليهود والكفار. وكذلك يعني المسيح, من هو المسيح؟ When he heard نو المسيح, damit gemeint عيسى عليه السلام. Weil es gibt المسيح الذي هو عيسى عليه السلام. Und es gibt Al-Masih al-Dajjal. Aber Al-Masih al-Dajjal kommt immer al-Dajjal. Wenn ihr nur hört dieses Wort Al-Masih, damit gemeint ist Isa alayhi salam. Und warum Al-Masih, Masih, diesen Namen also genommen hat? Die Gelehrten haben gesagt, لأنه كان يمسح على الجرح فيبرأ. Wenn jemand krank ist, zum Beispiel, wenn jemand eine Verletzung hat oder einen Wund hat, er macht nur so Streichen, und wird geheilt. Und auch diese eine Bedeutung,
Und andere Bedeutung sagen, dass die Isa keine Jesihu fil Art. Keine Jesihu fil Art. Das heißt, der war oft auf die Reise. Keine Jesihu fil Art. Oft auf die Reise. Yani, wenn ihr hört Al-Masih, damit gemeint Isa a.s. Und wenn ihr hört Al-Masihu Al-Dajjal, ist Al-Masihu Al-Dajjal der schlimmste Fitna, die auf die Erde ist. Lakin Isa a.s., die beste Sache, was er in dieser Zeit macht, dass er Al-Masihu Al-Dajjal tötet. Al-Masihu Al-Dajjal tötet. Er wird ihm auch in eine Stadt, heißt Babulud. Babulud. Das ist in Philistin. Im Klammer sagen die es, dass das Israel ist, obwohl kein Israel gibt. Er wird ihm in diese Stadt töten. Na. Und das heißt, wenn du also nach dieser Erde von Mahschar, wo wir dort stehen, diese weiße Erde, die werden auch mit dir Begleiter sein. Yani kama qala Allah azza wa jal. Qala Allah azza wa jal. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Subhanallah. Ein sa'iq wa shahid. Einer, der dich führt, und eine Zeuge. Und die Zeuge, die Gelehrten, haben gesagt, die Engel, die für uns schreiben. Also von rechts und links. Die werden dabei sein. Subhanallah. Das heißt, genau wie jemand dein Akte dabei hat. Die laufen mit dir. Ein Führer, ein Sa'iq und Zeuge. يقولاني هذا يومك الذي كنت توعد. Das ist deine Tag. Subhanallah. Wenn du gut warst, unterwegs, die werden dir sagen, Alhamdulillah, dass du das und das gemacht hast. Alhamdulillah, dass du von Ahlus Sunnati wal Jama'a warst. Alhamdulillah, dass du nicht so viele Sünden gemacht hast. Das heißt, unterwegs, du bekommst diese Ruhe von denen. Yutam'inunak. Yutam'inunak. Aber wenn du schlimm warst, Gegenteil. Die werden sagen, siehst du, was du gemacht hast. Warum hast du Islam nicht angenommen? Warum warst du so? Warum warst du Heuchler? Warum hast du die Brüder verraten? Und so weiter und so fort. Das heißt, bevor du auf diese Erde von Ardul Mahshar ankommst, du bekommst erstens diese Wörter von die zwei Engels. وَيَقُولُونَ لَكَ فَوَيْلُ لِلْمُجْرِمِينَ. Du warst ein richtiger Mujrim, ein Pirater, sag mal so. الْحَشْرُ يَكُونُ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ. Und wenn du dort ankommst, du findest nicht nur Menschen, du findest auch die Tiere, die warten auf ihre Rechte. Subhanallah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auch ein Schaf, die andere Schaf mit ihren Hörnern gegeben hat, sie wird auch Rechte bekommen. Aber die Tiere, die werden Staub sein. Sie bekommt ihre Rechte und danach die werden also alle Tiere nur Staub. Kama qala azza wa jalla. Ya laytani kuntu. Das werden die auch Kuffar auch wünschen in Yom al-Qiyama, aber die werden das nicht bekommen. يجمع الله عز وجل الخلق في صعيد واحد الإنس والجن والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق. Alles was man, alle Lebewesen, die werden auf dieser Erde sein. وتنشق السماء الدنيا. Und dann die Erde oder die Himmel, meine ich, werden gespaltet. وَتَنْشَقُّ السَّمَاءُ الدُّنْيَا. Wer wird runterkommen? الْمَلَائِكَ. Die Engel. الْمَلَائِكَ. وَتَتْشَقُّ السَّمَاءُ الثَّانِيَا. إِلَى أَنْ تَتَشَقَّقُ السَّمَاءُ السَّبْعِ. Das heißt, erste Himmel, zweite Himmel bis siebte Himmel. Die werden alle gespaltet. فَيَنْزِلُ الْمَلَائِكَ. فَيَنْزِلُ الْمَلَائِكَ. Die Engel, die sind, wir wissen, mehr als Menschen und mehr als Al-Jinn. لأنهم خلقهم الله عز وجل. Wir haben oft gesagt, dass es gibt manche Engel, die nur am Beten sind. Und es gibt manche Engel, jeden Tag machen die Tawaf. في البيت المعمور. Al-Ka'ba.
von Engeln. Jeden Tag 70.000 Engel machen die Tawaf und gehen weg. Nächster Tag kommen die neue 70.000. Das heißt, wie viel sind die? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. يقول الله عز وجل: يومئذ تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Die Engel, die werden also andauernd runterkommen, andauernd runterkommen. ونزل الملائكة تنزيلا. وقال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Das heißt, alle Tieren, alle Vögel, die sind auch Nationen, die sind genau wie uns oder wie wir. Die werden auch dort stehen und jeder wird sein Recht bekommen. Sogar auch Ya'juj und Ma'juj, die werden auch kommen. Alle Lebewesen, die wir denken, die wir wissen, die wir auch nicht wissen, die werden auch dort kommen. Das ist ein Gericht. Eine Qadiha, huwa Allah Azza wa Jalla. Der Richter ist Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla قول: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ يُحْشَرُونَ كَذَلِكَ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Die Tiere, die werden auch kommen. كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُمْ عِنْدَ قِيَامِهِمْ. Wie werden wir sein? Jeder wird bekommen, was er in Dunya gemacht hat. يقومون أول ما يقومون عورات. Ohne Kleider. Wir werden nackt aufstehen von unserer Grippe. Ghurlan. Ghurlan heißt, diese Vorhaut, was wir gehabt haben, werden wir wieder bekommen. Einer, der zum Beispiel seine Hand verloren hat in Dunya, wird er das wieder auch zurückbekommen. يقول الله عز وجل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. Jeder Mensch wird aufstehen, wie er gestorben ist. حديث رواه مسلم. أمثلة Beispiele: يبعث ذو الوجهين وله لسانان من نار. Einer, der zwei Gesichter hat. Wir wissen, diese Leute zum Beispiel, wenn er mit dir trifft, er umarmt dich, er lacht, er küsst dich, so viele Sachen. Aber hinter dir ist ganz anders. Diese Leute, die werden, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من كان ذو وجهين أو ذا وجهين, wenn jemand zwei Gesichter gehabt hat. Zwei Gesichter heißt, dass er nicht also zwei Gesichter, sondern er trifft mit dir mit einem Gesicht, aber hinter dir sagt was anderes gegen dich. Das heißt, solche Leute, die werden, كان له لسانان من نار يوم القيامة. Die werden zwei Zungen von Feuer يوم القيامة bekommen. والحديث رواه ابن حبان. Das heißt, einer, der so ist in Dunya, zwei Gesichter hat, er wird zwei Zunge in يوم القيامة bekommen. Das heißt, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns das beschrieben. Wenn wir einer so aussieht, das heißt, in Dunya war er so. Und auch Qala sallallahu alaihi wasallam auch, das heißt, an die Brüder und Schwestern, die vorne spucken, wenn die laufen. Das dürfen wir auch nicht machen. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das heißt, lieber wenn du spucken willst oder ausspucken willst auf die linke Seite und noch besser, dass du drauf trittest. Okay? Schau mal, was ist die Strafe, wenn jemand immer vor sein Gesicht oder vor Al-Qibla also spuckt. قال صلى الله عليه وسلم: من ثفل. ثفل heißt spucken. من ثفل اتجاه القبلة. Wenn jemand Richtung Qibla spuckt, جاء يوم القيامة, in يوم القيامة kommt, وتفلته بين عينيه. Dieser Spuck, was er ausgespuckt hat vor dem Richtung Kaaba,
Er wird das auch hier im Qiyamah auch bekommen. Und Hadith, yani Hadith Sahih Rawi Ibn Hibban. Das heißt, von Adab, dass man nicht Richtung Al-Kaaba spuckt. Kann sein, dass jemand nicht Richtung Qibla kennt. Das ist was anderes. Aber muss man immer Jihad machen. Bevor du spuckst, sag erstens, ob das Richtung Qibla ist oder nicht. Wenn nicht, dann auf die linke Seite. Und besser noch, dass du drauf trittest. Oder auch Al-Mar'a, eine Frau, die nicht ihre Kinder gestillt hat, obwohl sie kann. Sie ist nicht krank. Es gibt manche Schwestern zum Beispiel, die sagen, also ich habe jetzt ein Kind bekommen, wenn ich mein Kind stille, ich werde nicht gut aussehen. Weißt du? Das ist kein Grund. Grund ist, wenn die Frau oder wenn die Schwester krank ist. Hier in diesem Fall, sie hat einen Grund. Das heißt, wenn das Baby stillt und die Schwester hat immer Schmerzen oder sie bekommt auch kein Milch. Hier in diesem Fall, sie hat einen Grund. Aber ohne Grund, ihre Strafe in Yawm al-Qiyamah, wenn wir eine Frau so sehen, das heißt, diese Frau hat nicht ihre Kinder in Dunya gestillt, ohne Grund. Dort werden die Schlangen ihre Brust fressen. Subhanallah. Das heißt, eine Frau, die einfach sagt, ich will nicht mein Kind stillen. Wenn ich das mache, dann meine Brust werden locker sein. Diese Geschichten von Frauen, was wir wissen. Deshalb lieber, dass eine Frau ihre Kinder stillt. Weil manche Schwestern denken, dass sie einfach nur Milch stillen. Das ist falsch. Milch und Barmherzigkeit, Gnade, viele, viele Sachen. Viele, viele Sachen. Inshallah, nur diese Punkte, dann sind wir fertig. Und auch Al-Murabi, einer der Riba in Dunya genommen hat, seine Strafe ist, dass er in Blut schwimmt. In einem Becken, wo voll, viel also mit, oder voll mit Blut ist, schwimmen. Wie kann man das vorstellen sein? Subhanallah, dass jemand in Blut schwimmt. Und wenn du auch versuchen willst, dass du draußen gehst, es gibt immer Engen, die warten auf Leute, die draußen wollen. Und die bekommen Steine. Du bekommst Steine, damit du wieder im Blut bleibst. Das ist eine Strafe von jemand, der Zinsen genommen hat. Oder auch die Leute, die auch Zinsen genommen haben, die werden wie Verrückten in Yawm al-Qiyam aufstehen. Kama qala azzawajal, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. Und der letzte Punkt ist, einer, der nicht als Zakat in Dunya gegeben hat, auch genauso seine Strafe oder wird in Yawm al-Qiyamah aufstehen, yani يكونوا هاربا أين ده einfach nur الهارب abhaut von hier von da. Das heißt, wer folgt ihm? Ein Schlange heißt sogar الشجاع الأقرع. Warum? Weil er nicht الزكاة in الدنيا gegeben hat. Und auch أين ده المتسول, ein Bettler, der Geld hat und trotzdem bettelt. Seine Strafe in Yawm al-Qiyamah, yani Allah Azza wa Jalla wird ihm auch bloßstellen. قال صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. سبحان الله. والحديث رواه البخاري. Das heißt, einer, der bettelt und Geld hat. Es gibt viele Leute, die Geld haben, aber trotzdem die haben diese Gewohnheit, die wollen einfach nur betteln. Aber wenn du bei ihm zu Hause bist, er hat Millionen zu Hause,
Seine Strafe, er kommt hier um Qiyam und hat kein Fleisch in seinem Gesicht. Warum? Weil er nur gebettelt hat, obwohl er Geld gehabt hat in Dunya. Und auch, ein Mann, der zwei Frauen in Dunya gehabt hat. Das heißt, wenn du einen Bruder siehst, der so schief läuft, dann denk, dass er zwei Frauen in Dunya gehabt hat, aber der hat keine Gerechtigkeit. Der läuft nicht gerade, sondern schief. Das ist auch eine Strafe von einer, der zwei, drei, vier Frauen geheiratet hat, aber keine Gerechtigkeit zwischen seinen Frauen. Das heißt, jemand, der das nicht kann, besser nicht machen. Warum? Weil deine Strafe in Yawm al-Qiyamah, du wirst schief laufen und jeder wird gucken und sehen, dass du mehrere Frauen gehabt hast, aber du hast keine Gerechtigkeit zwischen oder unter diesen Frauen. Und letzter Punkt ist Al-Wali al-Zalim, Al-Wali al-Zalim. Yaqul sallallahu alaihi wa sallam, ma min amiri asharatun illa wa huwa yu'tha bihi yawm al-qiyamah maghlulan hatta yafukku al-adl aw yubiqahu al-jur. Das heißt, einer, der nur Wali für 10 Leute hatte, und der war kein richtiger Wali. Wali heißt jetzt ein Präsident, Präsident von einem König oder so. Aber im Hadith steht nur, wenn du nur 10 Leute für die bist du als Wali und du hast keine Gerechtigkeit für die, hast du nur Zulm gemacht, du kommst so in Yawm al-Qiyam, gefesselt. Was wird dir frei machen? Deine Gerechtigkeit, Al-Adl. Wenn du nicht Adl oder Al-Adl gehabt hast oder Gerechtigkeit in Dunya gehabt hast, du bleibst so. Das heißt, die Frage, wie viele Leute werden so in Yawm al-Qiyamah bleiben? Allahumma ij'alna mimman yastami'u al-qawla wa yattabi'u ahsanahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.